Mit Helge. Mit Helge. Und Helge ist 38. Guten Morgen, Helge. Ja, guten Morgen. Hallo. Hallo, Helge. Um was geht's bei dir? Hochbegabung. Hochbegabung? Ja. Das heißt, du bist ein hochbegabter Mensch? Genau. Inwiefern? Erzähl mal. Ich habe das letztes Jahr rausgefunden. Ich habe also über Umweg irgendwie einen Intelligenztest gemacht und dann habe ich rausgefunden, ich bin hochbegabt. Mhm. Wie hoch ist der IQ? Über 130. Also schon nicht schlecht. Ja, das ist ordentlich und jedenfalls meine Karriere, die ich so sehr so hingelegt habe, die passt da irgendwie gar nicht zu. Und jetzt bin ich gerade dabei, na, vielleicht ist es mehr so ein Thema, was für morgen geht, also bei euch, weil ich jetzt überlege, was mache ich jetzt damit? Was hast du denn bisher gemacht, beruflich? Ich habe ein Wirtschaftsingenieurstudium abgeschlossen. Naja, aber, immerhin. Ja, und da drin aber nicht so richtig Fuß gefunden. Und jetzt bin ich halt überlegen, was mache ich jetzt mit diesem mit der neuen Erkenntnis, dass du so schlau bist. Genau. Und jetzt ist die Frage, probiere ich mich nochmal an Universitäten aus, fange nochmal an zu studieren oder gehe ich da in den Beruf rein, den ich gelernt habe und es ist alles. So aber sag mal, braucht man dafür einen Test? Du musst doch vorher schon gemerkt haben, dass du ziemlich clever bist. Ja. Aber ich denke mal so, ich habe immer so eine negative Erfahrung in meiner Schulzeit gehabt. Also habe ein paar Rabellen gedreht da und es hat alles gar nicht dazu gepasst. Und ich habe mich halt nie so als besonders intelligent oder so gesehen, sondern weil mein Bild, was ich von der Gesellschaft gekriegt habe, das war immer ein anderes. Ach so. Und jetzt dadurch so diesen Test und so habe ich herausgefunden, dass er doch ein bisschen mehr da, als ich irgendwie dachte. Also es ist ein Schub neues Selbstbewusstsein jetzt gekommen. Ja, genau. Ja. Ich meine, Wirtschaftsingenieurwissenschaften ist ja nur auch ein anspruchsvolles Studium. Das ist ja nur auch nicht, was man mal so eben locker nebenher macht. Hat dir das Spaß gemacht? Jein. Also es war sehr viel trockene Sachen dabei. Mhm. Ich habe dann nebenbei noch Musik gemacht und bin viel Skateboard gefahren und habe dann irgendwie tausend andere Karrieren noch im Kopf gehabt. Und mein Studium hat nicht so gut abgeschlossen. Also notenmäßig ist es nicht so der Hit gewesen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt noch ein Hindernis ist, dass man da... Mensch, wenn du dir das, wenn das finanziell möglich ist und du Bock hast, dann leg doch noch ein Studium drauf, ein Studienfach, was du wirklich richtig gerne machen möchtest. Ja. Was wäre das? Das ist die Frage, das finde ich jetzt gerade raus, ich weiß es nicht. Also ich muss das alles irgendwie rausfinden. Ich habe meine besten Werte sind zum Beispiel in der Sprache. Also jetzt überlege ich, ob ich jetzt noch Journalismus oben drauf mache, irgendwie schreiben oder so. Ja, sowas. Ja. Und mit dem anderen Studium im Hintergrund wäre das natürlich eine tolle Kombination. Ja. Weiter kann ich keine Berufsberatung jetzt machen, weil die Sendung vorbei ist. Lieber Helge. Alles klar. Aber schön, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Gut. Danke. Tschüss. So. In der Technik, Alina Marquis. Morgen ist Themennacht. Ein Radio.